Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal zusammen in den Adventskalender von Balea Men. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender dürfte es auch noch in dem einen oder anderen DM geben, kostet 16,95 und ich finde, dass die Balea Adventskalender immer sehr, sehr gut gestaltet sind. Und jetzt bin ich gespannt, was sich DM für die Männer überlegt hat. Schönes Design, definitiv mag ich gerne leiden mit diesem eigentlich Rosé-Gold-Grün, ne? Sehr hübsch. Schauen wir mal rein. Wie jedes Jahr haben die Männer hier auch so ganz viele Informationen immer in den Kläppchen drin. Nicht zu den Produkten, sondern so random information, also quasi richtig allgemein Wissen. Als erstes habe ich hier eine Body Lotion Merry Christmas, eine wohltuende Feuchtigkeitspflege mit 50 Millilitern drin. Ja, ich weiß jetzt nicht, wonach das riechen soll. Das steht hier ja gar nicht drauf, ne? Da ist jetzt was rausgekommen. Das trage ich mir mal auf. Es riecht halt ganz leicht aquatisch, aber also ich persönlich würde es auch so verwenden. Ich nehme das jetzt mal als Handpflege, denn meine Hände sind sehr trocken. Werde ich aufbrauchen, werde ich euch im Aufgebraucht-Video reviewen können, wie ich die so fand. Am 2. Dezember bekommen wir ein Waschgel mit 20 Millilitern für jeden Hauttypen. Auch die Gesichtsreinigung sollte für den Mann der erste Schritt von der Gesichtspflege sein. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir mit Arganöl eine mattierende Gesichtsmaske. Da sind 2x8 Milliliter drin und ich glaube, dass sowas ganz gut ankommen könnte. Und ja, das wird dann auch wahrscheinlich ein bisschen klärend sein. Also Arganöl reinigt die Haut gründlich und pflegt sie optimal. Ansonsten steht hier nicht drauf, was hier noch so mit drin ist. Okay. Hier haben wir die Nummer 4. Bislang würde ich wirklich sagen, haben wir echt einen Unisex-Adventskalender, was ich gut finde. Dann habe ich jetzt ein Refreshing-Shampoo mit einem belebenden Dufterlebnis drin. 50 Milliliter. Ich traue mich jetzt mal nicht dran zu riechen, weil dann bringt mir das wieder ins Gesicht. Ich denke, dass es einfach auch so diese Minzgeschichte mit drin hat, was bei uns jetzt hier zu Hause nicht so wirklich verwendet wird. Aber ein Shampoo finde ich persönlich super in diesem Adventskalender. Ein sehr, sehr kleines Tübchen gibt es am 5. Dezember, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch so ein bisschen als probier's mal aus so interpretieren kann. Gesichtsserum mit Q10 haben wir nämlich hier, 10 Milliliter. Ja, denn dieser Adventskalender soll natürlich auch ein bisschen vielleicht den Pflegemuffel dazu animieren, das ein oder andere Mal in seine Routine zu integrieren. Und da macht es auch gar nicht so viel Sinn, ein riesiges Produkt davon mit reinzupacken. Und Q10 ist ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff. Das macht nämlich so ein bisschen, also das regt den Zellstoffwechsel an, weil das Coenzym Q10, was in diesem Produkt drin enthalten sein wird, wird dem hauteigenen Q10 sagen, so, und jetzt geht mal ein bisschen Kabittjes, mach mal hinne hier. Im Prinzip ist es so. Ich habe hier mein Video zu Wirkstoffen gedreht, da erkläre ich da ein bisschen mehr zu. Okay, am 6. Dezember ist der Nikolaustag und da darf es auch gerne was Besonderes sein. Bei den Männern packen sie dann einfach mal einen Nagelclipser mit rein, der sehr, sehr klein ist. Also ich glaube, dass ich damit tatsächlich auch meinen Freund glücklich machen würde. Also der findet das auch immer ganz cool, wenn ich so einen Nagelclipser für ihn habe, weil er ist halt jemand, der packt den ernsthaft in eine Dusche. In die Dusche und wundert sich dann, wenn das gegebenenfalls rostet. Läuft. Okay, ja. Auf jeden Fall ist so ein Nagelclipser nicht verkehrt. Ob ich das jetzt unbedingt am 6. Dezember drin haben wollen würde? Keine Ahnung. Am 7. Dezember gibt es ein Gesichtsbalsam Energy mit Q10 und Vitamin E. Vitamin E ist ja schöner als Vitamin. 20 Milliliter haben wir hier drin. Also ein belebendes Produkt, was dann ja auch quasi ein, eine Gesichtscreme ist, die du dann ja nach dem Serum... Also das ist schon richtig hier drin, ne? Wir haben erst das Waschgel, danach kannst du eine Maske machen, die du dir dann runterwischst, danach machst du dir das Serum drauf und dann machst du dir den Gesichtsbalsam drauf. Also die Routine ist hier schon in der richtigen Reihenfolge drin, dass man auch direkt weiß, wie man das anzuwenden hat, theoretisch. Ist cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein Schaumbad mit 50 Millilitern drin. Festive oder Festive Times mit orientalisch würzigem Duft. Auch das mag ich gerne. Und auch das ist meiner Meinung nach so vom... Ne, was, wie sich das anhört, definitiv nicht unbedingt nur für Männer geeignet. Also wenn man als Frau halt es auch gerne verwenden mag von dem Duft her, warum nicht? Und die Bodylotion ist übrigens echt gut eingezogen. Meine Hände fühlen sich jetzt weich an, aber kleben null. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Rasiergel für jeden Hauttyp freuen mit 20 Millilitern. Sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass man da halt auch dran denkt. Ne? Weil ich denke auch, dass die Menschen, die den Adventskalender designt haben, echt Probleme hatten, weil Männer halt
eher so muffeliger sind als wir Frauen, ne? Und nicht eine 12-Step-Skincare-Routine inklusive Bodycare-Routine haben. Und man möchte halt jetzt nicht irgendwie einfach nur 24 Duschgele reinpacken und so ein bisschen Variation mit reinbringen. Das haben sie bislang gut geschafft, finde ich. Denn auch in der Nummer 10 wird es jetzt mit etwas Exklusivem weitergehen. Und zwar ist es ein Handreinigungspeeling. Gründliche Reinigung stark verschmutzter Hände. Das ist auch geil. 50 Milliliter. Sowohl für Männer als auch für Frauen richtig gut geeignet. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wir sind jetzt hier auch oben bei uns in den letzten Zügen der Renovierung und ey, als ich hier oben auch das hier, ne, die Decke gesprüht habe und gestrichen und hast du nicht gesehen, du sahst teilweise echt hardcore aus und das dann auch von den Händen und von den Fingernägeln runterzukriegen, war nicht leicht. Und da gibt es natürlich auch so extra Handwaschpasten aus dem Baumarkt, ne? Aber wenn du halt sowas auch zu Hause hast, finde ich das noch besser. Und das ist auch eine kleine Größe. Das heißt, auch wenn du nur so eine kleine Renovierungsarbeit gemacht hast, ist es dann nicht so, dass du eine riesen Tube offen hast und nicht weißt, was du damit noch anfangen sollst. Am 11. Dezember bekommt die Person, die den Adventskalender öffnet, einen Lippenbalsam für geschmeidig weiche Lippen mit 8 Millilitern. Ja, also davon profitiert doch jeder, der, nicht nur der Mensch, der es verwendet, sondern auch der Mensch, der den Menschen, der es verwendet, küsst. Finde ich ganz cool und ab und an mopst mein Freund mir auch meinen Lippenbalsam und vielleicht kann ich ihm jetzt hier seinen eigenen mit schmackhaft machen. Ja guck, und nachdem man dann seine Hände schön gepeelt hat, kann man sie auch eincremen. Da habe ich hier die Handcreme, pflegbeanspruchte Hände, 20 Milliliter und hier steht auch extra drauf, zieht schnell ein. Sowas ist immer so, so wichtig, ne? Also das Handcreme schnell einziehen. Ich finde es auch super nervig, wenn ich Handcreme verwende und das einfach so lange noch an meinen Fingern klebt und ich dann einfach nichts machen kann. Sei es nicht irgendwie am Handy was zu machen oder mein Kind anzufassen, weil ich denke, es glitscht mir quasi weg. Oder sonst irgendwas, ne? Das nervt halt einfach. Oder Türgriffe anzupacken. Deswegen schnell einziehende Handcremes, schnell einziehende Bodylotions sollten die auch gerne für Frauen einführen. Aber dann kannst du halt sowas wie Bodybutter schlecht verwenden. Naja. Ja, guck mal, haben wir jetzt unser erstes Duschgel erstmal drin. Das finde ich auch interessant. In der Nummer 13, ne? Das Let It Snow mit erfrischendem Duft. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und die Duschgele von Balea Men sind schon sehr, sehr gut. Also vom Duft her, ne? Ich guck mal, ob ich das riechen kann. Ganz vorsichtig. Das ist sehr, sehr zart und auch ein ganz normaler Männerumkleidenduft, würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Ja. Die Nummer 14 enthält etwas, was ich hart feiere. Oh mein Gott, ja, Leute, denkt einfach viel, viel mehr an eure Füße. Sie tragen euch durchs Leben. Ihr latscht die ganze Zeit nur auf ihnen rum. Dann nehmt euch die 2 Minuten am Tag und pflegt sie einfach. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh, sich vielleicht ein bisschen Fußbutter drauf zu machen. Hier sind 20 Milliliter drin. Und ich verwende so gerne Fußcreme jeden Abend. Und meine Füße danken es mir wirklich, ne? Also kann ich nur empfehlen. Ja, das ist jetzt merkwürdig, denn jetzt kommt schon wieder eine Aromadusche um die Ecke mit belebend zitrischem Duft. Boah, nee, da kannst du mich ja mit jagen, ne? 50 Milliliter sind hier drin enthalten und ja, zitrische Düfte ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was für meinen Freund. Der verwendet schon ganz gerne so aquatische Düfte, aber auch gerne so habe ich jetzt letztens auch gesehen, dass er sich auch welche rausgesucht hat, von diesen sehr stark parfümierten Geschichten. Der hat immer so 2 Duschgele bei sich stehen, im Prinzip eins, was so richtig reinigt und eins, was dann noch so den entsprechenden Finish gibt. Richtig geil. Und dann riecht es halt auch immer richtig schön noch und das, ja, macht er wirklich gut. Und ja, aber dieses Zitrische wäre, glaube ich, auch nicht so ganz seine Welt. Holla, die Waldfee. Eieiei, am 2. Was? Haut mich hier voll um. Am 16. Dezember haben wir 20 Milliliter von der Augencreme drin. Das ist ja richtig, richtig, richtig cool. Ja, auch Augencremes sind wichtig, ne? Sollte man, wenn man, ja, das, ich habe schon so oft gehört, manche lieben Augencremes, manche sagen, braucht man alles nicht. Ich persönlich merke für mich, dass Augencreme mir gut tut, dass es auch bei mir gut funktioniert und dass, wenn ich sie nicht verwende, dass meine Augen halt sehr müde aussehen und sehr knitterig, ne? Und ja. Also, um einen Mann an diese Skincare-Routine-Geschichte ranzuführen, ist es nicht verkehrt, so eine Augencreme einfach mal im Adventskalender zu finden und auszuprobieren. So, vielleicht. Ach schön, am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, finden wir hier ein Gesichtspeeling mit Hanfsamenöl drin. 2x8 Milliliter sind hier drin enthalten. Es ist ein mechanisches Peeling, wenn ich das jetzt so richtig fühle. Oder? Nee, ist es nicht. Also jedenfalls nicht so doll, derbe, dicke Körner, was ich positiv finde. Denn so richtig krass mechanische Gesichtspeelings, meistens
machen die mehr kaputt, als dass sie sie, also dass sie reparieren würden. Und sie machen die Haut trockener, als dass sie sie pflegen würden. Und deswegen, es fühlt sich gut an. Muss ich mal gucken. Ganz leicht fühle ich hier schon so ganz, ganz leichte Peeling-Partikel. Ne? Aber es ist jetzt nicht so mega krass. Also ich finde es cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember 20 ml von einem Styling-Gel für unsichtbaren starken Halt. Für die Männer, die sich die Haare frisieren, ist es wahrscheinlich ein total super Produkt, um es einfach vielleicht auch so auf Reisen mitzuhaben oder so, weil es jetzt kein Riesenprodukt ist und nicht viel Platz in einer, im Beauty-Case wegnehmen würde, in einer Reisetasche so, ne? Sind echt witzig. Am 19. Dezember haben wir wieder eine Dusche drin. Reicht jetzt auch. Wir haben jetzt drei Duschprodukte. Ne? Ich sage immer so drei von einer Sorte, dann reicht es auch. Aber das hätten die echt besser aufteilen sollen. Egal. Wintertimes-Creme-Dusche duftet nach, also mit dem Duft nach Zedernholz und Kardamom 50 ml. Also das ist etwas, das wird mein Freund mögen. Das ist wirklich so seins. Zedernholz, also er ist so wie, ein bisschen wie ein Wald riechen, ne? Und Kardamom ist so ein bisschen würzig. Ja, das ist schon seins. Ne? Das ist nicht so super intensiv vom Duft her, aber schon sehr angenehm. Am 20. Dezember finden wir hier eine Outdoor Protection Gesichtspflege mit Panthenol. Das ist sehr pflegend. 20 ml haben wir hier drin. Und ja, wir hatten ja eben schon eine Gesichtscreme, ein Gesichtsbalsam Energy, genau. Und das ist halt so für den Morgen, dass man so ein bisschen frischer wird. Ne? Q10, belebt, tüdelü. Und hier haben wir dann etwas, wenn du dann in den Wald gehst, Baum fällst, Kaminholz holst, keine Ahnung. Und das ist dann etwas reichhaltiger. Schützt dich einfach auch davor, wenn es draußen kalt ist und vor generellen Umwelteinflüssen und so. Deswegen, das macht auf jeden Fall Sinn, da zwei verschiedene Produkte drin zu haben. Lichtschutzfaktor 15 ist hier drin. Das ist jetzt nicht die Welt, aber besser haben als brauchen. Ach, guck mal, zum 21. Dezember haben wir ein Bart-Shampoo und Conditioner mit enthalten, 20 ml. Also für die Männer, die Bart tragen, ist es sicherlich eine schöne Sache. Dann wird der Bart halt auch ein bisschen weicher. Und wenn man einen Bart trägt, finde ich persönlich auch, ist es echt super schön, wenn man ihn pflegt, weil das Ganze dann einfach noch edler aussieht und so, ne? Und gerade weil das Ding ja auch im Gesicht ist, macht es Sinn, das Ding auch irgendwie ein bisschen ansehnlicher zu gestalten und dann nicht irgendwie noch das halbe Mittagessen drin aufzubewahren vielleicht. So als Idee. Na, es ist geil, aber wir haben in der 22 jetzt unser viertes Duschgel drin. Das finde ich blöd, muss ich ehrlich sagen. Da hätten sie sich einsparen können. Ich habe es eben doch so fein gelobt, dass die hier so eine tolle Abwechslung drin haben, ne? Da haben die wohl die Ideen verloren. Duschgel Scented Chocolate mit dem Duft nach Orange und Schokolade. 50 ml. Ich glaube, damit kriege ich meinen Freund auch. Also zwei Duschgel aus diesem Adventskalender sind safe. So Sachen, wo ich denke, dass er die feiern wird und wo er sich drüber freuen wird. Ne? Und jetzt gucken wir mal, was in der 23 drin ist. Ein Tag vor Heiligabend. Eine regenerierende Nachtcreme. Jetzt übertreiben sie auch, ne? Okay, die dritte Gesichtscreme ist hier mit drin. Okay, mit Arganöl, 20 ml haben wir hier am Start. Joa, du hast eine Morgencreme, du hast eine nach draußen Gehcreme und du hast eine Nachtcreme. Bist du auf jeden Fall gut eingecremt. Und jetzt bin ich gespannt, was am 24. Dezember auf uns wartet. Erfahrungsgemäß haben wir da nämlich nicht so ein Beauty-Produkt drin, sondern irgendein Tool. Aber was könnte für Männer passen? Bartkamm vielleicht? Nee. Okay, ein Zauberwürfel. Jo. Hä? Warum? Valea Ment Zauberwürfel. Dolle Nummer 24. Fröhliche Weihnachten. Positiv finde ich auf jeden Fall, dass wir hier ein breites Spektrum an Produkten drin haben. Die komplette Skincare-Routine ist hier mit drin. Auch eine schöne Körperroutine haben wir hier am Start. Die Hände, die Füße sind bedacht. Füllprodukte in dem Sinne haben wir ja nicht wirklich, außer bei der 6 und der 24 halt, dass wir da einfach mal random irgendwelche Sachen drin haben. Der Zauberwürfel ist, glaube ich, eher mit einem Augenzwinkern drin. Ich weiß es nicht. Schön finde ich auf jeden Fall auch, dass wir hier einen kompletten Papp-Adventskalender haben. Also auch hier drin, das ist so Eierkarton, ne? Sowas finde ich immer großartig. Und ich glaube auch, dass wenn jemand diesen Adventskalender auspackt, der so einen Hauch sich mit Pflege beschäftigen möchte, dass er hier wohl Spaß dran haben könnte. Also ich glaube, das könnte wohl funktionieren. Ne? Ist jetzt nichts für einen absoluten Pflegemuffel. Der wird sich vielleicht nur über vier Kläppchen freuen, weil da halt Duschgel drin ist. Aber also man sollte halt schon diesen Adventskalender jemandem schenken, der auch
schon so ein bisschen Interesse daran hat, sich mit Skincare zu beschäftigen. Ne? Der nicht komplett sagt, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also meinem Freund bräuchte ich den nicht schenken. Und ja, ansonsten ist es aber ein schöner Adventskalender, den man sich sonst halt auch einfach teilen kann. Also hier sind super viele Produkte auch drin enthalten, die du unisex verwenden kannst. Ne? Also dadurch fällt der Frau die Haut nicht ab. Und es sei denn, du verwendest das mechanische Peeling. Im Gesicht. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Nun, aber es ist ein schöner Adventskalender für einen sehr günstigen Preis. Mit 16,95 fährt man da wirklich gut, finde ich. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Adventskalender so findet. Ob ihr da auch findet, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis schon stimmt. Ich habe euch das anhand der Produkte ausgerechnet, die ich bei DM finden konnte. Das sind immer so circa Preise. Das ist immer ein bisschen frech, weil bei Lea ist halt wirklich günstig. Ne? Aber manchmal haben wir ja Glück und der Wert ist dann schon ganz ordentlich. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Das werde ich ja erst im Nachhinein erfahren. Und dann wäre es ja schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.